Mel, Leute, Ferblin hier. Na? Also jetzt, hi, es geht. Heute geht es mal um Bitcoin. Oder ja, allgemein Kryptowährung. Ist jetzt kein Rant-Video oder so ein Scheiß, wo ich mich über ein Ding beschwere oder sowas. Es ist gerade eigentlich mehr so ein, ich finde es einfach fucking faszinierend, dass wir in einer Zeit leben, wo wir einfach komplett digitale Währungen haben, die durchgehend im Wert steigen und einige Leute zu Millionären machen. Also für die, die es nicht wissen, also ich bezweifle, aber wir wissen alles. Es gibt immer einen Hugo. Es gibt immer einen Hugo. Bitcoin und Co. sind Währungen im Internet, die man durch einen Mining-Prozessor bekommen kann. Weißt, dann du kriegst von der Cloud Sachen zu berechnen. Und denkt, der Computer, der rattert die Scheiße durch und schickt das zurück. Ne? Und je nachdem, wie doll du an diesem Prozess beteiligt warst, bekommst du halt einen gewissen Anteil der Währung. So simpel, so einfach. Ja, am Anfang war das noch relativ möglich. Seit, genau, 2006, 2007, wo das, glaube ich, angefangen hat. Ja, da konntest du mit jedem Drecksel-Laptop Bitcoin machen. Dann ist das ein bisschen so eskaliert. Heißt, wenn du heutzutage überhaupt nur einen kleinen Anteil von den Bitcoin-Scheiß haben willst, ja, brauchst du schon mal so um 3.000-4.000 Euro einfach mal weghauen, weil sonst kannst du nicht mal an Denken damit zu machen. Naja, man kennt's. Auf jeden Fall, was mich daran jetzt erstmal so fasziniert, ist, wie instabil dieser Kurs von dieser Währung ist. Alter, ey. Ich meine, ungefähr, wann war das, 2016 oder so, ist einfach der Wert von einem einzelnen Bitcoin irgendwie um 2000 Euro gesunken, was für mich so vollkommen faszinierend ist. Heilige Scheiße. Das ist halt, hat bestimmt einige, von einigen Leuten das Leben ruiniert, einfach dieser Preisverlust. Ne, ich check, was ich meine. Naja, auf jeden Fall ist es einfach, wie danach diese Szene sich nicht komplett erholt hat. Und wenn ihr jetzt einfach nach auf eBay geht, dann findet ihr überall solche gebrauchten 1080 Ti's und so von Minern für richtig wenig Geld. High-End-Karten für richtig wenig Geld, einfach weil die 24/7 gelaufen sind und darum halt kaum noch funktionieren. Was halt für mich einfach so fucking ironisch ist. Die haben da 1000 Euro für ausgegeben und vergeben das jetzt für 200-300 Euro. Einfach nur, weil sie damit kein Geld mehr machen können. Oh, ja. Ja, ich wollte es einfach mal mit der Welt teilen. So. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege oder so. Hoffe ich mal. Vielleicht. Gehe ich aber auch nicht von aus. Wenn ich mal tatsächlich ein bisschen hasse und ich den ganzen Tag noch faul im Bett rumliege. Ja, vielleicht kriege ich es mal einen Doppelupload zu machen oder so. Falls nicht. Ja, merkt ihr, wenn ich es nicht mache, so. Ich bin aber noch ein fettes Arschloch, so. Dann, wenn ich disliken, oder trotzdem disliken, deabonnieren, Glocke entbümmeln, toxisch bleiben, und raus aus meiner Leitung, du Birne!